Seit dem Ausbruch des Ebola-Virus in Westafrika sind beinahe 2.500 Menschen daran gestorben. In dem Versuch, die Krise einzudämmen, haben Länder rund um den Globus medizinische Hilfe, Ärzte und Geld in die Region geschickt. Die USA helfen, indem sie in den nächsten Wochen 3.000 Soldaten schicken. RT's Abby Martin diskutiert dies in der neuesten Ausgabe von Breaking the Set. Hier eine kleine Vorschau. Sprechen wir darüber, wer genau diese Truppen sind und warum eine militärische Antwort die richtige sein soll für eine medizinische Krise wie diese. Die Obama-Administration sagt, dass sie Personal schickt, das helfen wird, vor Ort die Bevölkerung zu kontrollieren und zu kommandieren. Sie möchten in der humanitären Krise die verschiedenen Hilfskräfte, die von überall auf der Welt nach Liberia, Sierra Leone und in andere betreffende Länder kommen, koordinieren. Die Sache ist, niemand kann dem US-Militär sagen, was sie tun sollen. Es ist sehr erstaunlich zu sehen, dass immer, wenn es eine humanitäre Krise gibt, die Antwort lautet, wir schicken Truppen. Das sehen wir selbst hier in den Vereinigten Staaten. Als es die Krise in Ferguson gab, sahen wir mehr Polizei und mehr Militarisierung in der Gemeinde. Dies muss hinterfragt werden, denn wenn Kuba Ärzte nach Liberia schicken kann, warum können dann nicht die USA 3.000 Ärzte schicken, anstatt 3.000 Mann militärisches Personal?